Hallo meine Lieben, der letzte Backlaber-Vlog hat euch so gut gefallen und ihr habt euch so gefreut, dass es wieder einen Laber-Vlog gab, dass ich mir jetzt dachte, ich werde jetzt einfach nochmal filmen, während ich meine Zwetschgen einkoche. Ja, ich habe voll motiviert hier so ein Kilo Zwetschgen geholt und dachte mir, wow, jetzt gibt es mega coolen Zwetschgenkuchen und alles mögliche mit Zwetschgen und Zwetschgen. Und ja, dann lagen wir abends im Bett und ich meinte, hey Schatz, mal mit Zwetschgenkuchen. Und er dann so, Zwetschgenkuchen? Ja, und dann musste ich erstmal erfahren, dass er überhaupt gar keine Zwetschgen mag. Und habe dann irgendwie die Hälfte vom Kuchen mit Zwetschgen gemacht, die andere Hälfte für ihn mit Äpfeln und habe jetzt noch ganz viele Zwetschgen über. Ich liebe aber Zwetschgen und ich werde jetzt mal hinter euch kriechen, weil hier meine Schüsseln drin sind. Obwohl, ich brauche keine Schüssel, ich brauche eigentlich nur einen Topf. Ich liebe Zwetschgen und deswegen werde ich mir die jetzt mal einkochen und hoffe, ja, ich habe noch einen nachgekocht. Gut. So, also wir brauchen dafür einen Topf und gar nicht so wirklich viele Zutaten. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Zwetschgen. Und ich werde jetzt überhaupt mal gucken müssen, wie viele es sind. Also einmal den Topf wiegen für gleich. Okay, der wiegt schon ein Kilo. Dass ich einfach gleich weiß, wie viel Flüssigkeit ich brauche. Ja, und alles, was ich jetzt machen werde, und ich werde mir jetzt doch noch eine Schüssel nehmen für die Kerne, dass die mir nicht so rumfliegen. Vielleicht sollte ich aber auch trotzdem noch einen nehmen zum Wiegen. Ach, egal. Was soll der Geist? Wir nehmen jetzt einfach verschiedene Schüsseln. Ups, jetzt lebe die Spülmaschine. Nee, weil es ist dann so blöd mit dem Topf, den dann zu wiegen und ja. Ne, und so. Also. Ich schneide jetzt meine Zwetschgen. Seht ihr? Das seht ihr nicht noch mehr. Was wollte ich euch heute erzählen? Ich habe noch gar keine Ahnung. Es ist gerade total spontan, dass ich mir überlegt habe, oh, wenn ich Zwetschgen einlege, kann ich auch die Leute dabei zulabern. Und habe jetzt aber trotzdem mal sicherheitshalber mal hier mein Bullet Journal geholt, wo ich ganz viele Videowünsche noch stehen habe. Dachte mir aber, weil aktuell, dass ich nochmal ganz kurz von Indonesien erzähle, einfach was es da gerade für Fortschritte gibt. Und zwar habe ich jetzt am Montag einen Impftermin oder einen Impfberatungstermin beim Tropenarzt. Und das wird sehr spannend werden. Also ich bin ja ein bisschen knapp dran mit Impfen wahrscheinlich und habe halt auch keinen Impfausweis und wurde schon ewig nicht mehr wegen irgendwas geimpft. Also mal gucken, was da so bei rauskommt. Und ich lasse mich da halt echt lieber auf alles Mögliche impfen, als dann nachher irgendwelche seltsamen Tropenkrankheiten zu bekommen. Ja. Und wir haben, ich habe erstmal den internationalen Führerschein beantragt, dass ich da gegebenenfalls auch irgendwie mal ein Stück Weg mit dem Roller oder so zurücklegen kann. Ich habe nicht vor, viel zu fahren dort drüben, weil es ist einfach eine andere Verkehrssituation und vor allem ist es einfach Linksverkehr und mein räumliches Denken ist voll für den Arsch. Und von daher, nee. Aber wenn man halt irgendwie mal vom Hotel zum Strand fährt oder von der Wohnung, wo man gerade ist oder so, irgendwas, keine Ahnung, dann. Ich habe hier doch eben einen Kern gesehen, oder? Dann ist das vielleicht schon ganz praktisch. Und was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, ist das Visum beantragen. Weil, wenn man dort ankommt als normaler Urlauber, dann muss man sich so ein Visum holen für. Das kriegt man dann für 30 Tage, aber wir sind ja knapp 60 da. Und da haben wir jetzt aber mittlerweile alles zusammen. Da muss man sich online was ausdrucken, ausfüllen, zwei Passbilder dazulegen, Kopie vom Reisepass plus den Reisepass mitbringen. Also wir machen das nicht online, wir gehen hin. Und ja, dann dauert das ungefähr auch vor mal 5 Wochen, bis man das wohl bekommt, das Visum. Schauen wir mal. Es müsste aber alles noch hinhauen. Ja. 2 Monate sind es ja noch bis dahin.
Aber das so sind so die aktuellen Pläne. Und ich wollte jetzt die ganze Zeit mich noch informieren, inwieweit das eben damit verhüllen und so weiter ist. Weil es ist wohl zum Teil ein hinduistisch, zum Teil ein muslimisch geprägtes Land. Und sowohl Hindus als auch Muslime sind ja nicht besonders zeigefreudig. Also wir Europäer sind da ja immer schon so ein Ausnahmevölkchen, glaube ich. Und da muss ich einfach mal gucken, dass ich da einfach auch... Ich habe ja nur einen Rucksack, in den ich alles reinpassen kann, aber ich muss dann halt einfach genug mitnehmen, was dann entsprechend Knie bedeckt, Schultern bedeckt und so weiter. Ja. Also ich möchte nicht nur bedeckt rumlaufen, aber da, wo es irgendwie, da wo wir dann irgendwie in weniger touristischen Gebieten sind, was wir ja wahrscheinlich auch sehr viel sein werden, da bietet sich das schon an und auch vielleicht zum Baden. Es wird wahrscheinlich ein paar Strände geben, wo wir hingehen, wo es einheimische Strände sind oder auch so ein Rafting-Wasserpark, den wir gefunden haben, der aber wo fast nur Einheimische sind und dass ich da irgendwas zum Baden habe, was eben nicht ganz so nur ein Bikini ist. Also ich möchte jetzt auch keine Badeburka oder so anziehen oder wie die heißen, aber dass ich halt wenigstens irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Shorts oder so anhabe und irgendwie ein Surfer-Shirt oder ich habe keine Ahnung, irgendwas halt, womit man ins Wasser gehen kann, was aber ein bisschen bekleideter ist. Ja. Im Notfall aber halt irgendwas da kaufen, weil, wie gesagt, der Rucksack, der fasst halt auch nur begrenzte Dinge und Sachen. Ja. Schauen wir mal. Was könnte ich euch denn sonst noch erzählen? Was steht denn hier so drauf? Das habe ich schon gemacht. Auswirkungen von der Musik auf den Geist steht ganz oben auf der Liste. Das war für mich jetzt irgendwie nie mal so ein Thema für einen extra Vlog. Vielleicht ist das was, wo wir heute drüber sprechen können. Ja, da hatte mich irgendwie eine Abonnentin, war es glaube ich, die mich gebeten hat, mal darüber zu sprechen, über die Auswirkungen von Musik auf den Geist. Und das ist an sich tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Es gibt jetzt zum Beispiel einmal die Studien von, weiß nicht, wie heißt der denn nochmal, Masato Emoto oder sowas, der zum Beispiel, oder ganz viele Untersuchungen gemacht hat mit Wasser, unter anderem eben auch Wasser mit Musik beschallt hat und es dann eingefroren hat. Und da wir zum Großteil aus Wasser bestehen, hat das natürlich dann auch einen Effekt auf uns oder kann man auch auf uns ummünzen. Und da ist es so, dass bei klassischer Musik zum Beispiel, dass es dann sehr ruhige, sehr schöne Kristallformen und Bilder gab, dass es dann bei härterer Musik wie Metal oder sowas dann einfach totales Chaos gab. Wobei ich das aber trotzdem nicht 100% so unterschreiben würde, dass nur weil es eben so eine Störbildfrequenz ist vielleicht oder eine unruhige Frequenz ist, dass es deswegen auch negative Auswirkungen haben muss. Also hier geht es ja dann auch auf den Geist, nicht unbedingt auf den Körper. Weil ich zum Beispiel merke, dass natürlich unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Musik unterschiedlich reagieren. Also es gibt Menschen wie mich zum Beispiel, die Rock- und Metal-Musik sehr glücklich macht. Also ich habe da eine totale Freude bei. Und mein Freund zum Beispiel mag überhaupt kein Metal- und Rockmusik, das findet er ganz schrecklich. Und wenn wir dann zusammen in der Küche kochen, dann hören wir meistens irgendwie so ein bisschen so, wie nennt er das immer, Vocal House? Oder für mich hört sich das an wie Easy Listening und so. Also da habe ich auch gar keine Schmerzen mit, ich finde es auch beruhigend. Aber wenn ich dann alleine koche, dann schmeiße ich mir auch die Rock- und Metal-Musik an und gröle und tanze hier rum und habe total Spaß. Und es macht mich total glücklich. Also ich habe da super Freude dran und bin danach nicht depressiv, nicht aggressiv oder sonst irgend sowas. So, ich wiege mal gerade meine geschnittenen Zwetschgen ab. Knapp 1100. Na gut, damit kann ich arbeiten. Und ja, aber es gibt dann eben Leute, die es total schrecklich finden, die davon Kopfschmerzen bekommen und die danach depressiv werden oder so. Aber genauso gibt es halt Leute auch, die dann total auf Rap und Hip-Hop stehen, wo ich dann in vielen oft dann eben so echt Aggressionen irgendwie bekomme und mir das nicht gefällt. Oder ja, Klassik finde ich auch super schön, manche nervt es einfach nur oder langweilt.
Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen von ja, der Energie des Einzelnen ein bisschen abhängig, würde ich sagen. Moment. So, zu meinen Zwetschgen gebe ich jetzt Rotwein dazu. Da habe ich hier 269, ein Spätburgunder und vor allem vegan. Es gibt viele vegane Rotweine, die auch nicht als solches deklariert sind. Aber ich trinke super selten Rotwein und deswegen kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Da müsst ihr einfach mal schauen, auch im Rewe und was weiß ich wo, gibt es überall mittlerweile auch vegane Rotweine. Ich glaube, viele sind von sich auch schon vegan. Ich gucke jetzt mal, wie viel das ist. Ich brauche 1 Liter Flüssigkeit, aber hier fehlt schon ein halber Liter, ach Gott, das war ja kein ganzer Liter. Hier fehlen aber schon 52 Milliliter vom Bolognese kochen. So, also ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier einfach mal eine wilde Mischung. Ich habe jetzt 500 Milliliter Rotwein. Dazu gebe ich, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob der vegan ist, weil der stand hier schon. Der riecht sehr gut. Der ist noch zu. Oder wir könnten natürlich auch, was sehr gut passt vielleicht. Moment, ich hole mal kurz was. So, wir können auch noch ein bisschen Amaretto verwenden. Den hatte ich ja mal gekauft, tatsächlich auch für Zwetschgen, um Pflaumen- oder Zwetschgenkompott zu machen. Und wieso sollten wir den nicht hier auch mit reingeben? Geben wir da auch mal so, ja, 200 Milliliter dazu. Es werden sehr beschwipste Zwetschgen werden. Und die restlichen 300 Milliliter fülle ich jetzt einfach mit Wasser auf. Ihr könnt auch komplett einen Liter Rotwein nehmen oder noch einen Rum dazugeben. Einfach, worauf man gerade Bock hat. Ich habe bei der Gelegenheit auch gerade mal meine Gewürzkiste geholt, in der Hoffnung, dass ich noch Zimtstangen habe. Wobei die, glaube ich, beim Umzug etwas untergegangen sind und verschollen sind. Ja, sieht nicht gut aus. Hier vielleicht? Nee, auch nicht mehr. Nee. Ich hatte gehofft, noch irgendwie Zimtstangen zu haben. Egal, da müssen wir uns mit normalem Zimt weiterhelfen. Wenn ich den Zimt finde. Ich hatte hier noch irgendwo was von meinem guten Zimt. Und das muss ich erstmal den von meinem Freund nehmen. Kurkuma. Wo ist denn mein guter Zimtchen? Ich glaube, der ist im Keller. Da hatte ich nämlich auch noch ein paar Vorräte. Naja, gut. Schade. Also das hat sich hier schon mal nicht gelohnt. Curry. Nee, also Curry muss ich jetzt nicht da reingeben. So, dann gucken wir mal. So, also ich gebe jetzt erstmal einfach mal meine Flüssigkeit dazu. So. Hätte auch echt nicht mehr sein dürfen, also das passt schon ganz gut jetzt hier alles in den Topf. Seht ihr da was? Könnt ihr euch mal hier... Das sieht man auch nicht mehr, ne? Nein, egal. So, was gebe ich denn dazu an Zimt? Achso, ich muss auch noch Zucker dazugeben. Herrje, ihr seht, ich bin wieder total unvorbereitet und muss wieder ständig aus der Küche rausrennen, um irgendwas zu holen. Oder habe ich hier noch genug Zucker? Hm. Gucken wir mal. Das wird nicht reichen. Also ich brauche jetzt so... Naja, man soll eigentlich 500 Gramm Zucker dran geben, wobei das schon dann sehr süß wird.
guck einfach mal, wie viel Zucker ich hier habe. Ja. 87 Gramm ist ein bisschen wenig. Ich hole da mal noch welchen. Ja, das ist jetzt irgendwie sehr dekadent mit Kokosblütenzucker, aber ich finde den anderen gerade nicht. Dadurch, dass die Küche hier so klein ist, habe ich meine ganzen Vorräte so überall in der Wohnung verteilt und ja, da findet man dann einiges erst wieder durch Zufall. Ich habe jetzt ungefähr 250 Gramm Zucker, das muss jetzt reichen, wenn ihr das süßer haben wollt, 500 Gramm Zucker, aber muss jetzt reichen, Hilfe. So, also, viel Zucker. Ach, das ist mega viel Zucker. Kokosblütenzucker ist eigentlich ganz cool, weil der so schön karamellig schmeckt. Macht aber natürlich auch alles dunkel, wobei es jetzt eh durch den Rotwein schon sehr dunkel ist. Aber ich glaube, das kann sehr geil schmecken, vor allem wenn man jetzt so zu Vanilleeis oder so. Oder Vanillepudding, Grießbrei. Und das Schöne ist, mein Freund mag keine Zwetschgen, ich habe es für mich alleine, yay. So, Musik. Ja, ich glaube, Musik ist einfach bei jedem sehr individuell. Also ich glaube, das kann man echt nicht so pauschalisieren. Also wahrscheinlich würde ich jetzt, wenn ich schwanger wäre, meinem Baby nicht die ganze Zeit Metal-Musik vorspielen. Dann würde ich es wahrscheinlich eher schon so mit sehr schönen, lieblichen Klängen und, weiß nicht, vielleicht Klassik und. Aber, ja. Jetzt so als Erwachsene, für mich ist ja meistens das gut oder generell das gut. Ich mache mal einen gehäuften Teelöffel Zimt rein und die Hälfte daneben. Ich habe ja meistens so die Devise, dass man eben das tut, was einem gut tut, was sich gut anfühlt. Und klar kann es auch mal falsch sein, aber auch sowas lernt man ja dann auch. Ne? Also ich meine, Fehler gehören auch zum Leben und dass man auch mal auf die Nase fällt und so. Von daher, ich versuche auch bei Musik relativ offen zu bleiben. Also wenn ich mit irgendwie Leuten weggehe, dann ist es mir schon fast egal, wohin wir gehen. Auch selbst wenn es dann irgendwie Hip-Hop, Rap und so ist, dann kann ich mir das auch anhören. Und klingt ja auch nicht alles davon schlimm für mich. So, ich koche das jetzt erstmal auf, nachdem ich hier Zimt und Pfanne gemacht habe. So, also einmal das Ganze erhitzen. Und ich versuche da wirklich offen zu bleiben. Und was ich richtig cool fand in der Yoga-Lehrer-Ausbildung, einmal Deckel drauf. So. So, und das können wir jetzt so 5 bis 10 Minuten köcheln lassen gleich dann, je nachdem, wie lange einfach die Zwetschgen brauchen. Meine waren jetzt schon sehr weich. Ich glaube, 5 Minuten reichen dann, aber es muss ja erstmal aufkochen. Ja, in der Yoga-Lehrer-Ausbildung war es cool. Da hatten wir so einen Tanzabend. Und da haben wir irgendwelche Musik angemacht. Das war aber eher so ein bisschen spirituelle Musik oder psychedelische Musik und war sehr fließend, sehr sphärisch teilweise. Und das war wirklich toll, weil wir uns einfach zu Musik bewegt haben und es gar nicht darum ging, irgendwie, dass es schön aussieht oder dass man miteinander tanzt. Und da war es wirklich mal so, jeder für sich einfach die Energie spüren, diese Musik spüren, sich dazu bewegen, irgendwas machen. Und am Anfang hast du natürlich noch ein bisschen auf andere geguckt oder gedacht, oh, wie sieht das gerade aus? Aber schon nach ein paar Minuten irgendwie war das so, dass du einfach so in deiner eigenen Welt verschwunden warst. Und ich habe auch teilweise die Energien gesehen, mit denen ich getanzt habe oder was meine Arme und Beine für Energien und Spuren hinterlassen. Und es war so toll und ich mache das immer noch gerne. Dann hat es auch ich mache das auch, wenn ich draußen irgendwo tanze, dass ich einfach da für mich tanze. Ich mache es zu Hause aber auch super gerne. Einfach mal Musik anmachen und einfach nur tanzen, loslegen und Spaß daran haben. Ich finde, das tut unglaublich gut. Da kann man auch Emotionen loswerden mit. Man kann ein bisschen was rauslassen, Blockaden loslassen.
Ich habe da auch vor einem Jahr locker schon mal ein Projekt, ein YouTube-Projekt so gestartet und geplant, was sich jetzt irgendwie ein Jahr lang locker verschoben hat. Aber ich merke, dass es jetzt, glaube ich, bald Zeit ist dafür, dass ich das endlich mal schneide und online bringe. Ja, und das finde ich ja wirklich eine tolle Möglichkeit. Also ich finde auch, mich belebt es auch. Wobei Musik natürlich auch was sein kann, wo man dann auch mal negative Emotionen rauslassen kann. Wenn man zum Beispiel auch mal ganz traurige Musik hat, oder so ein Liebeslied oder keine Ahnung, ne? Oder auch zum Kuscheln irgendwie romantische Musik. Also Musik kann schon etwas sehr, sehr Tragendes sein. Und bei mir ist es so, dass ich so privat nie irgendwie einfach so Musik nebenher laufen lasse, also einfach den ganzen Tag über, sondern ich höre ganz gezielt Musik, entweder im Auto oder jetzt beim Kochen, dass ich mir dann ganz, also auch nicht immer, sondern dass ich mir dann mal ganz gezielt Musik anmache, dann aber auch eine bestimmte Musik und dann da auch so tanzen, mitsingen, irgendwas. Oder wenn ich dann eben gezielt einfach mal tanzen möchte und gerade irgendwie wieder fröhlich sein möchte, was rauslassen will, Bewegungsdrang habe, keine Ahnung. Dann ja, sind das bei mir immer so sehr gezielt gesetzte Punkte, an denen ich Musik höre. Ja, aber da könnt ihr mir mal erzählen, wie es bei euch ist. Also einmal würde mich interessieren, vielleicht auch so einfach mal, um so einen kleinen Überblick zu haben, was für Musik so alles gehört wird, was ihr am liebsten für Musik hört. Also was ihr quasi auch für euch dann zu Hause am ehesten oder am häufigsten mal raussucht. Bei mir ist es halt Rock- und Metal-Musik, aber dann auch mal Reggae oder irgendwas. Satan Knauer, also so spirituelle Musik. Und ja, oder was ihr dann aber auch, was ihr vielleicht gar nicht mögt. Also ich versuche mich ja mit allem anzufreunden. Ich kann auch zum Beispiel so mit Ballermann-Musik, da gröle ich halt einfach mit und denke mir halt einfach, ja, ist halt lustig. Oder Schlager kann ich auch noch mit. Ich mag halt wirklich eigentlich nur diese. Ich kann auch bei Chartmusik total super tanzen. Ich komme halt nur mit so aggressivem, also für mich aggressivem Rap irgendwie nicht klar. Wenn man da auch dann, wenn auch ganz oft dann halt Schimpfworte benutzt werden müssen und irgendwie so eine derbe Sprache und irgendwie alles so ein bisschen so aggressiv, so. Ich weiß nicht, ist das, auf mich hat es halt eine ganz aggressive Wirkung irgendwie. Was es nicht heißen muss, dass es aggressiv gemeint ist. Es gibt ja viele, die es toll finden oder auch friedlich finden, aber. Ich kann mich, so gern ich es möchte, nicht richtig damit anfreunden oder mit den meisten nicht. Und da wird es mich einfach mal echt total spannend, was ihr halt so mögt, was ihr nicht mögt. Gerne da mal ab mit in die Kommentare. Und übrigens gerne sammle ich jetzt auch wieder Themen für solche Laber-Vlogs. Ich nehme gerade den Karton übrigens auseinander, wenn ihr euch wundert. Gerne Themen für solche Laber-Vlogs, wo man einfach. Das müssen dann halt auch keine spirituellen Themen sein, ne? Also einfach irgendwas, worüber man halt erzählen kann und was euch interessiert oder wo ihr irgendwie auch dann gerne euch drüber unterhalten würdet, dann in den Kommentaren oder so. Wenn euch da irgendwas einfällt oder irgendwas, was ihr über mich wissen wollt, was weiß ich, ne? Also was eben euch interessiert, weil für euch sind die Videos ja auch, also generell sind die Videos, die ich mache für euch, aber. Gerade bei den Laber-Vlogs ist man da halt sehr frei in der Wahl. So, das wäre das. Ich kann jetzt einfach mal die Zeit nutzen. Also, ich höre schon, dass es heiß wird. Also, es kann gar nicht mehr so lange dauern. Das ist so, aber so ein blöder Herd. Also, der Herd hat hier die Einstellung, ist so eine digitale Anzeige obendrauf und das ist total. Blöd, weil ab und zu stellt man ja auch mal was irgendwie da drauf ab und dann verstellt man es gleich wieder oder es geht aus oder meldet Error oder manchmal kocht was über und man verschüttet was und dann spinnt die Anzeige und das ist super lästig. Also wer das erfunden hat, shame on you. Nee, das ist echt nicht super. Und der Herd ist halt so, ich muss den auf höchste Stufe stellen, damit er überhaupt erstmal heiß wird und dann muss man ihn wieder runterstellen. Irgendwie nicht so durchdacht, das Ding. Ich bin generell auch nicht so der Fan von Ceran-Kochfeldern, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt irgendwie noch nie eins, was so richtig gut funktioniert hat. Und meistens irgendeine Platte, die dann nicht so gut ging. Oder es hat lange gedauert oder so. Was ich super gern hätte, wäre so ein Induktionsherd. Der also einfach super schnell heiß wird, super schnell wieder kalt wird. Weil man einfach dann schneller kochen kann, aber es auch energiesparender ist. Sowas finde ich echt cool. Also wenn ich da irgendwann mal die Wahl haben sollte, zu entscheiden, was in meine Küche reinkommt, dann ein Induktionsherd. Ja.
So. Wow. Das ist echt mal ein Aufräumen. Das mache ich aber nur für euch, damit ich hier gerade ein bisschen weiter labern kann. ja, das ist eigentlich so das schon, was mir zur Musik einfällt. Also, man, generell ist es, finde ich, so, dass man ein bisschen, was heißt meiden, aber dass ich mich von dem eigentlich so ein bisschen fernhalte, was mir schadet und was mir nicht gut tut. Oder das halt weniger in mein Leben bringe und dafür mehr von dem in mein Leben lasse, was mir gut tut und was mich glücklich macht. Klar gibt es auch viele Dinge, wo man sich dann damit auseinandersetzen kann. Hey, warum tut mir das nicht gut? Warum komme ich damit nicht klar? Ganz wichtig war das zum Beispiel für mich einfach durch die Angst. Oder die Angst kam ja auch dadurch, dass ich eben hypersensibel war, bin, was auch immer. Und es war dann ganz schwierig, mich unter Menschen zu begeben und die Hektik des Alltags und irgendwo in der Disco, Lautstärke, was auch immer. Überall, wo es laut war, wo es voll war, das war wirklich eine Belastung für mich. Und natürlich habe ich das teilweise dann gemieden, ja. Aber da ist es auch so, dass ich mich nicht dauerhaft einschränken wollte oder für mich nicht sagen wollte, hey, ich bin jetzt total sensibel, jetzt kann ich nicht mehr unter Menschen oder so das und das machen. Sondern ich habe mich eben Schritt für Schritt da wieder rangewagt und habe das immer mehr geschafft, auch mit meiner Energie in Einklang zu bringen. Dass ich entweder, wenn ich merke, meine Energie wird unruhig, dass ich sie dann wieder besänftigen kann. Oder dass ich eben auch diesen Schutzkreis einfach um mich habe, dass ich zum Beispiel in der Disco tanzen kann und feiern kann und Spaß haben kann. Aber trotzdem stresst mich das nicht und bringt mich selber in Unruhe. Wenn ich dann, natürlich merke ich das auch, wenn ich irgendwie dann meine ganze Nacht weg war oder wenn ich jetzt das ganze Wochenende mit anderen Menschen verbracht habe, dass ich dann schon merke, okay, jetzt brauche ich mal wieder einen Tag für mich oder ein paar Stunden, aber dass es überhaupt wieder möglich ist, frei zu entscheiden, was ich mache, und das war mir halt ganz wichtig. Ja, und ich lese es halt oft so von wegen, ich bin zu sensibel und mich stresst das alles und ich muss mich da raushalten. Klar, kann ich verstehen, ging mir auch so. Aber da kannst du dich dann entscheiden, möchtest du, dass das ein Dauerzustand ist, fühlst du dich damit total wohl, dann klar, dann schaff dir deine ruhige Oase, ja. Oder fühlst du dich dadurch eingeengt, weil du einfach nicht frei entscheiden kannst. Vielleicht bist du generell kein Disco-Gänger, vielleicht möchtest du einmal im Jahr zum Beispiel in den Disco gehen, aber das geht auch nicht. Und das ist halt sowas bei mir, wo ich immer sage, ich möchte per se keine Einschränkungen haben oder vor allem mir selber auch keine machen, sondern ich möchte alle Freiheiten haben, immer zu entscheiden, was ich gerade machen möchte. Ob ich es dann mache oder nicht, ist ja die andere Sache, aber ich möchte einfach für mich frei leben und mich entfalten können. Das ist mir persönlich halt wichtig. Ohne damit irgendwie andere einzuschränken und zu verletzen, immer klar, ja. Aber ich möchte eben frei leben können. So, ich glaube, das braucht jetzt noch einen Moment und ich muss jetzt mal meine Leiter holen, von da oben Gläser runterholen. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder und meine Pflaumen sind auch gleich schon fertig. Wie gesagt, ich koche die jetzt nur 5 Minuten und die riechen schon mega beschwipst. Also der Rotwein ist, den kann man nicht ignorieren. Vor allem, wenn man den Deckel abmacht. Doch echt eine Menge Flüssigkeit geworden, aber ja. Ich mache mal den Herd aus, kann ja noch ein bisschen die Resthitze haben und ich habe in meine Gläser heißes Wasser gefüllt, um die einfach nochmal kurz zu reinigen und auch vorzuwärmen, jetzt vorzubereiten auf die heißen Pflaumen. Ich schon mal hinten an der Spüle. So, ich muss jetzt auch unbedingt mal neue Gläser irgendwie behalten. Ich sammle immer super gerne Joghurtgläser von meinem Freund. Die haben nur so eine tolle Größe, finde ich. Und das Etikett geht in der Spülmaschine meistens ab. Und habe jetzt aber immer wieder welche verteilt und verschenkt. Und habe aber immer auch noch Sachen eingekocht in der Vorratshaltung. Ich habe die Kamera. Und ja. Und so, ne? Dann schnappe ich mir mal jetzt einen Löffel. Und was ich euch immer raten kann. Beim ersten Mal habe ich es nämlich so gemacht, dass ich das Glas festgehalten habe und was eingefüllt habe. Und dann habe ich gemerkt, heiß, heiß. Ja, sehr schlau. Wahrscheinlich passiert euch das nicht, aber vielleicht ist der ein oder andere auch so dummbatschechter wie ich. Und so sehen meine Pflaumen jetzt aus. Die sind schön aufgequollen. Und schön weich. Ihr seht das ja, wenn eure schön weich sind. Also wenn ihr noch relativ auch grünliche oder so hattet vielleicht noch dann, oder recht harte, dann eben einfach ein Momentchen länger kochen. Aber nach so 10 Minuten müssten die meisten gut sein.
Also es riecht schon gut, ne? Da freue ich mich echt drauf, die zu essen. Und mein Freund weiß gar nicht, was er da verpasst. So. Ich fülle das mal noch mit ein bisschen. Passt da noch eine Pflaume drauf? Ja, komm. Eine geht da noch rein. Und so mit Flüssigkeit abschließen. Wo ist mein Deckel? Wo ist mein Deckel? Wo ist mein Deckel? Ja. Ich habe jetzt auch extra vorm Putzen, vorm Hausputz gekocht, damit ich nicht gleich alles wieder sauig mache. So, Deckel drauf und ihr kennt das ja, auf dem Deckel abkühlen lassen, weil wenn dann irgendwas noch am Deckel gerade ist, dann wird es jetzt noch durch die Hitze abgetötet. So. Ja, was kann ich euch denn noch gerade erzählen? Ich weiß es gar nicht. Achso, nochmal was zu Indonesien vielleicht. Ja, es ist einfach gerade ein super aktuelles Thema bei mir, also wo wir auch gerade echt viel drüber reden. Weil vielleicht sich der eine oder andere gefragt hat, wegen den Katzen, was mit denen ist. Und ich glaube, ich habe das im letzten Backlaber-Vlog gar nicht erwähnt, was mit den Katzen in der Zeit ist. Die nehmen wir natürlich nicht mit. Das wäre, also Murka würde da total kaputt gehen und Yoda fände es toll wegen der Hitze, aber die wäre dann 4 Wochen erstmal in Quarantäne. Nein. Und zwar wird meine Mutter hier einziehen. Die freut sich da schon riesig drauf, weil meine Mutter geht ja auch gerne weg in Frankfurt. Und sie wohnt aber so ein bisschen mehr abseits. Und da freut sie sich riesig, dass sie zentraler wohnt. Und freut sich auch einfach, weil ihr die Wohnung hier sehr gut gefällt. Sie freut sich riesig, mit den Katzen zusammen zu wohnen. Weil sie die natürlich ja auch vermisst. Und von daher ist es dann für alle eine Win-Win-Situation. Andernfalls wäre es auch gar nicht möglich. Also wenn ich nicht wüsste, dass meine Mama das total gerne macht und ich mich dann 100% auf sie verlassen kann, wäre das überhaupt nicht möglich, so lange wegzureisen. Also ich würde die Katze niemals irgendwie dem Fremdes geben. Ich würde sie auch niemals in eine Katzenpension oder so geben. Das würden die auch die lange Zeit überhaupt nicht überleben. Oder da wären die total unglücklich. Nee. Das muss nicht sein. Also das kann man wahrscheinlich mal eine Woche machen mit einem Hund oder so, aber bei meinen beiden, die sind ja so extrem auf mich fixiert. Aber meine Mutter kennen sie ja, also Yoda war ja auch früher die Katze meiner Mutter und ich habe auch mit Murka eine Weile bei ihr gewohnt. Also von daher, das ist alles stressfrei. Aber an wen anders? Nee. Und jetzt einfach nutzen, solange man das noch kann. Wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann noch mal Kinder oder so. Nicht, dass jetzt irgendwelche in Planung werden. Aber irgendwann hätte ich ja schon gerne auch mal welche. Und dann ist das ja auch wieder schwieriger. Wobei man kann natürlich auch mit kleinem Kind reisen. Aber ja, schauen wir einfach mal. So, jetzt habe ich noch ein paar, also zwei, drei Löffel übrig, die nicht mehr in die Gläser passen. Die werde ich jetzt ein bisschen abkühlen lassen und schon mal probieren, wie sie schmecken. Und die anderen, ja, also wenn ihr saubere Gläser nehmt, dann müssen die schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate haltbar sein. Ist ja Alkohol und Zucker mit drin. Ihr werdet es auch sehen, wenn sie schlecht werden, sieht man, dass sich Schimmel bildet. Aber so, wenn die so lecker sind, wie sie riechen, dann werden die auch gar nicht so lange halten. Ja. Also ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr dieses Rezept nachmachen solltet. Und hoffe, dass der Vlog euch auch wieder ein bisschen gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, ab damit in die Kommentare bitte, ich freue mich und werde jetzt noch den Rest wegräumen und dann den Hausputz machen. Macht's gut.